Herzlich willkommen zur nächsten Monster Hunter 3 Ultimate Edition Episode. Ich bin Soevo. Und wir müssen die dringende Quest als nächstes machen. Es war ja dieser komische Haifisch. Futtern wir erstmal was beim Wanderkorb. Zack, zack, zack. So. Dringende Quest. Glesiot. Alles klar. Und los geht's. Quest wird gestartet. Wasserschaden. Oh, wir starten sogar hier beim Basislager. Der ist eh immer irgendwo da hinten in der 9 oder 10. Mal gucken, ob wir nicht einfach hier diesen Kurzweg nehmen können. Wäre auch ganz gut, denke ich. So. Na komm. In der 9, alles klar. So, dann gehen wir mal in die 10. Okay, hier ist er wohl, da ein Video gestartet hat. Das ist auch so ein hässliches Vieh, ganz ehrlich. Super lächerlich. Ja, da hat er sich wohl was zum Essen besorgt. Und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass er nie wieder was isst. Ich glaube, wir hätten ihn ja auch rausangeln können, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Müssen wir leider hier ins Wasser zu ihm. Aber naja, kriegen wir auch hin. Na, da bist du ja. Entdeckt hast du uns da schon, was willst du denn jetzt machen? Na komm. Da kriegen wir gar nichts, der Gute. Nein, hinter mir schon mal gelandet. Vielleicht jetzt, dass wir noch geblockt haben. Weil ich keine Ahnung gehabt habe, was er macht. Wenn man keine Ahnung hat, wo der Gegner hingeht und was er macht, immer erstmal blocken. Das ist eine gute Technik, finde ich. Macht er schon wieder. So ein Saufie, ey. Ganz ehrlich, vor allem kriegen wir Schaden, obwohl wir blocken. Sowas geht meiner Meinung nach auch gar nicht, ey. Ja, das war gut. Wir haben gleich an zwei Stellen auf einmal erwischt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, der hat schon mal den Berg eingerissen. Wie er es so gerne macht. Weil wir haben ihn ja schon öfter mal im Online-Modus da besiegen müssen. Also mal gucken, dass wir ihn jetzt auch im Singleplayer schaffen. Das sollte aber ja mit der neuen Ausrüstung kein großartiges Problem darstellen, denke ich. Das war noch gut, der hielt, der andere auch nochmal nachgehalten. Super klasse. So. Das war ein bisschen schade, dass er uns da erwischt hat, aber egal. Dass er das Set auf uns gemacht hat, den hätten wir nämlich nicht blocken können. Ja, er macht nur deinen komischen Wasserstrahl. Wir kommen vorbei und hauen dich mal eine Runde. Gar kein Thema. Wir treffen richtig gut gerade. Das gefällt mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Können wir nicht blocken. Nehmen wir mal die Tränke. Können wir nämlich zur Not ja auch wieder einkaufen. Wobei wir ja mittlerweile auch relativ viel Honig gemacht haben. Oh ja, da hat wieder irgendwas explodiert von dem Schleim. Debuff. Ich weiß nicht, blocken ist gegen den jetzt nicht so das Wahre, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass man das eine ja nicht blocken kann. Das ist ein bisschen uncool. Wir haben beide getroffen, von daher war es okay. Ich
Ich hoffe, dass der langsam irgendwie mal an den Rand schwimmt. Das wäre ganz geil. Jetzt mal ein bisschen. Macht nur wieder seinen komischen Schwachsinn. Ja, wir haben ihn erwischt, das war gut. Ich dachte schon, er bleicht komplett aus. Aber Gott sei Dank nicht so. Oh man, Sauhund, man. Gibt's ja gar nicht. Wir müssen irgendwie ein bisschen näher rankommen. Okay, jetzt ich glaube, er schwimmt raus. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt ist er an Land, dann können wir endlich mal ein bisschen damagen. Das ist richtig gut. So, hinterher. Direkt einen guten Hit gelandet. Genauso muss das weitergehen. Wow, wow. Hat sogar ein bisschen Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen mehr als das Mädchen ist sogar. Eieiei, wir müssen uns gleich mal wieder heilen. Sollten wir vielleicht auch jetzt schon machen. Hier, wenn wir schon mal hinrennen, habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Nochmal. Hauptsache, er geht nicht wieder ins Wasser. Denn jetzt macht er einen für. Ich kann nicht schwimmen, oder was? Platsch, platsch, platsch. Okay, okay. Wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Zack, zack. Sieht auch alles in allem ganz gut aus. Macht er das schon wieder? Treffen dran, das ist ein bisschen kacke. Weil er hat auch so eine blöde Angriffsfläche, dadurch, dass man ihn eigentlich wirklich nur an den Beinen erwischt. Oh, bitte bleib an Land. Du Scheiß, wie ehrlich, ey. Müssen wir wieder hinterher. Ich glaube, er geht sogar komplett weg. Ach, nee. Na gut, wir haben ja keine Wahl. Bildschirm gewechselt, müssen wir hinterher. So. Hier müsste jetzt irgendwie wieder sein. Da unten ist er auch. Nehmen wir erstmal noch einen Drang. Hat auch genau gereicht bis annähernd voll. Und dass auch nur ein Punkt verschwendet gewesen wäre. Na komm. So ein Scheiß wie ehrlich. Ich muss mal gucken, ob wir eigentlich Fallen dabei haben. Ja, wir haben keine Fallen dabei, das ist auch nicht so cool. Gegen den wäre es mal angebracht gewesen. Weil er nicht nervig ist. Aber gut, wir treffen ihn ja immer mal wieder. Mit der alten Waffe wäre es richtig ärgerlich gewesen. Mit der hier geht's ja noch. Ich überlege, dass wir hier dann nochmal 500 Hits mehr brauchen oder so mit der alten Waffe. Würde ich durchdrehen. Aber so passt das schon. Das war ein richtig guter Hit, glaube ich. Das war knapp, aber wir haben es noch geschafft auszuweichen. Getroffen, sehr geil. Nochmal Hit gelandet. Jetzt kommt er zwar, aber er ist auch nicht weiter schlimm. So. Wir müssen halt einfach versuchen zu damagen, egal wo es geht. Auch wenn es halt so ein wirkliches Kackvieh ist. Und das fällt mir dazu nicht ein. Jetzt hier den. Okay. Jetzt ist es gut, dass er das jetzt kaputt macht. Nein, weil dann müsste er von den herabfallenden Steinen Schaden bekommen. Aber naja. Ist ja leider nicht der Fall. Oh, jetzt habe ich die Waffe weggesteckt. Dann müssen wir
bitte erstmal heilen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lass mich mal in Ruhe, Kollege. Lass mich in Ruhe. Mega Drang. Ganz schnell. Okay, das hat geklappt. Nochmal einen normalen Drang. Kein Risiko eingehen. So. Vorräte geliefert, okay. Alles klar. Brauche ich jetzt aktuell, glaube ich, noch nicht. Den nächsten Felsen kaputt gemacht oder was der Gute? Geht er nicht ab mit dem? Und da am Rumwüten. Immerhin zwei Hits gelandet. Nochmal ein Hit. Und noch ein hier. Geht's gerade ab. Komm weiter, weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dass wir den Schleim vielleicht mal wieder zum Explodieren kriegen hier. Das wäre ganz geil. Sieht aber nicht so aus. Gerade. Was macht der denn da jetzt? Naja, klar, schon klar. Komm du nur. Ich bin dafür, dass er als nächstes auf jeden Fall in die 12 geht, weil dann muss er ja nachgehen eigentlich. Das wäre ganz praktisch. Jetzt ist er davon, guter Kerl. Komm, komm, komm. Ja. Nicht so schlimm, wenn er uns hittet. Hauptsache, wir hätten ihn auch. Ich der Meinung. Das war jetzt zum Beispiel blöd. Wir haben keinen Hit gelandet. Er hat uns aber gehittet. Jetzt mal ein bisschen weg, dass wir uns heilen können. Und so, jetzt trifft er uns aber. Nicht so cool. Okay, dafür heilt uns aber auch Kayamba. Wenn, auch wenn mir ein Heal von Chacha lieber wäre. So. Weiter, weiter, weiter. Zack. Der wird mal getroffen, Gott sei Dank. Ja, ja, der macht überhaupt ordentlich Damage, obwohl wir unsere neue Rüstung haben, wenn ich ehrlich bin. Was machst du denn da, Kollege? Ach ja, du triffst uns im Wirklich nett, oder was? Irgendwas stimmt hier nicht. Der ist hier nicht zu blocken. Oh, 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 oh. Das sieht übel aus. Oh, oh, oh. Chacha, wo bleibt dein Heal, Kollege? Lass mal heilen. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn jetzt hin? Ist der da hoch schon? Da ist doch gar nichts. Da drüben, so schnell kann er nicht da drüben hingegangen sein. Dann muss er ja hier rein. Hier rein sein. Komisch. Echt seltsam. Gehen wir mal hier rum und hoffen einfach mal. Ne, hier ist er nicht. Was hat der denn gemacht? Das verstehe ich nicht. War auf einmal einfach weg. Als ob er da in dieses Ding hochgeschwommen wäre. Dieses Sichtding. Sehr seltsam. Als ob er da irgendwie hochgeschwommen wäre. Gucken wir mal einfach mal. Kann aber eigentlich schon nichts sein. So, hier ist ja irgendwie nichts. Sehr seltsam. Gucken wir jetzt nochmal in der 10, weil was anderes bleibt ja nicht. Irgendwo muss er ja auch hin sein. Auch wenn es wirklich sehr, sehr schnell gewechselt gewesen wäre. Von unserer Stelle in die 10 geschwommen. Seltsam. Echt seltsam. Können wir auf jeden Fall mal noch ein Kraut nehmen. Wenn man die Zeit schon mal dafür hat. Tatsache, da ist er. Verrückt. Immer ein Land, Kollege. Jawohl. Besser geht's ja fast nicht. Jetzt können wir ihm wenigstens da ordentlich zusetzen. So. So, oben drauf sieht ja auch komisch aus. So, hat er uns wieder. Komm,
komm, komm. Hinten, hinten, hinten.